Serienmörder, Menschen, die anderen Menschen das Leben genommen haben, allerdings mehrfach, aber dafür auch bestraft worden sind, entweder mit langen Gefängnisstrafen oder sie wurden zum Tode verurteilt. Und Menschen, die zum Tode verurteilt werden, haben in der Regel eine Henkersmahlzeit, also eine letzte Mahlzeit, bevor sie sterben. Die letzten Mahlzeiten von Serienmördern werden heute meine Ernährung ausmachen. Das Besondere ist nicht nur dieses sehr Abstrakte, sondern auch das super Interessante, was teilweise Menschen vor ihrem Tod noch essen wollen. Weil es wird heute wirklich komisches Zeug dabei sein. Irgendein verrückter Zulieben-Bescheid. Oder teilweise wird sich da auch nochmal richtig gegönnt. Kannst du mir so ein Crispy-Bucket machen? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und im Pre-Intro habt ihr ja schon gehört, um was es gehen wird. Warum stehe ich jetzt ausgerechnet hier und nehme hier das Intro auf? Weil da vorne die JVA ist in Hamburg. Das Gefängnis, wo man eingesperrt werden muss. Und für dieses Video muss ich ja in den Knast. Dafür muss ich eine Straftat begehen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber könnt ihr mir da irgendjemand aushelfen, dass ich mal auf ganz schnell eine Straftat begehen kann? Ich lebe in drei verschiedenen Ländern. Oh, vielen Dank, Apo. Das hat ja wirklich gut geklappt. Und unser erster Serienmörder, mit dem wir anfangen, ist John Wayne Gacy. Dieser Mann ist wirklich ein Arschloch. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Der hat so viele Menschen auf ganz grausame Art getötet. Vor allem, das war auch das richtig Gruselige. Ich habe vor kurzem ein Doku über ihn gesehen. Als ich als Clown immer verkleidet und dann Leute ertränkt. Wir reden auch gleich noch weiter über Serienmörder, weil ich das super interessant, das Thema, finde. Weil keiner wird so geboren. Also als Straftäter oder Serienmörder. Das hat ja alles mit Komplexen unserer Kindheit oder der Erziehung zu tun. Wir reden also gleich drüber. Ich will euch noch kurz die Uhrzeit zeigen. Es ist 13.24 Uhr. Die Challenge startet jetzt 24 Stunden lang. Bis morgen Samstag 13.24 Uhr darf ich nur Essen von Serienmördern essen. Dafür allerdings müssen wir ins Auto. Und ich musste mit dem Auto, Leute, und ihr werdet es jetzt wirklich nicht glauben. Es ist kein irgendwie gescripteter Shit. Es ist einfach. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wir sind bei KFC. Warum wollte dieser mehrfach verurteilte Serienmörder KFC haben? John Wayne Gacy war einfach Manager von drei KFC-Filialen in seinem Leben. Dadurch hat er wahrscheinlich noch die Verbindung zu KFC gehabt und wollte nicht nur das. Nein, das reicht noch nicht, Leute. Er wollte zu KFC. Dann müssen wir noch einen Abstell im Supermarkt machen und dann noch beim Asiaten. Weil dieses fette Schwein hat sich zu seiner Henkersmahlzeit ordentlich was reingeschoben. Hallo, kannst du mir so ein Crispy-Bucket machen und diese Filetbeiz dazu? Und dazu noch eine Pommes. Und ich weiß, ihr denkt euch jetzt, okay, Vanjo, du hast hier, Moment, ich zeig's euch, ne? Fett KFC jetzt geholt, ne? Was wollte dieses fette Schwein denn noch zu seiner Henkersmahlzeit? Digga, Leute, jetzt geht's noch kurz zum Asiaten. Am Laden Sushi für Hamburg konnte ich mir jetzt lecker diese Tempura holen, beziehungsweise die frittierten Garnelen. Aber es fehlt immer noch eine Sache. Ich probiere gerade die ganze Zeit für euch zu besorgen, Leute, aber es klappt einfach nicht. Ich war bei einem Supermarkt, die sagen, ja, derzeit gibt das nicht. Denkt mir, das kann nicht sein. Dann gehe ich zum zweiten und wisst ihr, was ich suche, Leute? Ich suche Erdbeeren, weil zum Nachtisch gab es bei John Wayne Gacy noch Erdbeeren. Aber ich finde sie einfach nicht, weil wir nicht Saison haben, meinten die. Wir haben ja derzeit Januar. Und anscheinend ist gerade nicht Erdbeersaison. Aber ich dachte, scheiß drauf, Digga, als ob nicht trotzdem irgendjemand Erdbeeren verkauft. Aber nein, es gibt ja eine Erdbeere. Es gibt eine ganze Abteilung. Jetzt halte ich mal fest. Eine ganze Abteilung für Tomaten. Ja, diese Leute werden eingesperrt. Deswegen habe ich jetzt einen kleinen Satz geholt, den ich euch gleich zeige. Aber wir müssen jetzt mal endlich fressen. Ich zeige euch jetzt die erste Henkersmahlzeit von unserem ersten Serie. Und zwar gab es KFC, dazu Pommes, dann, besser gesagt sogar als Vorspeise, gab es die Dinger hier, ich zeig's euch, frittierte Garnelen und als Nachtisch, weil ich keine Erdbeeren bekommen habe, Leute, habe ich mir jetzt einfach Trauben geholt, damit es trotzdem irgendwie ein bisschen was Obsthaftiges ist. Boah, das ist ja gerade eine Straftat, wie ich das hier so lecker reindippe. Mm. Nein. Wow. Wie das knuspert, das ist schon frech. Mm. Na klar, Digga, das ist frittiert. Und ich schwöre dir, frittiert deine Mutter. Selbst die schmeckt dann lecker, weil alles frittiert schmeckt wirklich besser. Boah, Junge. Das ist eine geile Süß-Sauersoße. Dazu gab es dann richtig frech. Also wirklich, ne? KFC, ich habe euch ja gesagt, er hat da gearbeitet. Also man sieht es ja auch an den Bildern, aber der Typ war auf jeden Fall ein extremer Fettsack. Ja, diese Sweet Imperial Soße bei KFC, die ist auch wirklich gemein. Mm. Boah, ganzes Bucket. Was geil ist. Ich war länger nicht mehr bei KFC. Schmeckt natürlich ultra geil, muss man zusagen. Also echt, also Henkersmahlzeit, ich finde das auch eine sehr gruselige Vorstellung. Was wäre denn eure? Ich weiß, es ist eine diepe Frage auch ein bisschen, ne? Aber könnt mal recht schreiben, was wäre wirklich das allerletzte, was ihr essen würdet, wenn ihr wüsstet, okay, hey, keine Ahnung, morgen, warum auch immer du weißt, du wirst sterben. Was würdest du nochmal essen? Also ist eine Henkersmahlzeit, bin ich lügen. Aber von dem Typen abartiger Mensch war. Furchtbare Sachen angestellt hat. KFC, frittierte Garnelen. Und ich meine, okay, bei ihm waren es Erdbeeren, aber auch, sagen wir jetzt einmal, Trauben. Da kannst du viel falsch machen, weil du hast dieses übelst Fettige und dann kommt noch diese süßen, leckeren, boah, leckeren Trauben, ey. Das ist schon echt lecker. Ah, Moment, Moment, Moment. Der Wayne Gacy hat ja noch Pommes sich gegönnt. Oh, scheiße, das ist ein bisschen kalt, ey. Weil ich glaube, dass die kalt sind, sind die echt doch lecker. Was bestimmt auch interessant für euch zu wissen ist, wie viele Menschen muss man auf dem Gewissen haben, damit man wirklich als Serienmörder gilt? Was denkt ihr? Ein, zwei, weißt du was? Wir lassen mal Trimax ausrechnen. Jetzt 5, 5, 5 und 2 mal 10. 15 plus 20... 25 oder? Nein, jetzt mal ehrlich, Trimax kriegt das nicht hin. Ich glaube, wir brauchen einen anderen YouTuber, weil man ist erst ein Serienmörder, wenn man mindestens eine Triple-Nuklear gemacht hat. Triple-Nuklear! Okay, die kriegen das alle nicht hin. Ich erkläre es euch, Leute. Wenn man mindestens drei verschiedene Morde an unterschiedlichen Orten begangen hat, warum? Weil wenn du auf einmal, sage ich mal, drei Leute mitnimmst, oh Gott, hört sich sehr makaber an, dann bist du ein Massenmörder. Allerdings, wenn du es in Serie machst, bist du ein Serienmörder. Und das ist irgendwie echt wahnsinnig gruselig, aber auch gleichzeitig traurigerweise echt interessant. Ich bin auch jemand, ich gucke mir super gern Dokus dazu an, weil ich es echt interessant finde, wie ein Serienmörder entsteht. Als Beispiel
Beispiel, das ist ein Serienmörder. Der wurde als Kind völlig schäbig behandelt, hat keine Aufmerksamkeit bekommen, wurde asozial vernachlässigt. In der Schule wurde er noch gemobbt, keiner hat ihn beachtet. Also was macht er? Er möchte diese Aufmerksamkeit holen. Und wie? Indem er eventuell Menschen umbringt. Und dadurch kommt er in die Zeitungen, dadurch kriegt er die Aufmerksamkeit, die er immer haben wollte, die er als Kind nie bekommen hat. Und das sind so schade und so unfassbar traurig, weil das hätte man ja alles verhindern können. Am Ende des Tages leiden gefühlt immer Unschuldige darunter. Ich wollte gerade die zweite Henkers-Mahlzeit für euch vorbereiten. Da kam einfach. Moment mal, du Perversling. Ich bin zwar ein Straftäter. Trotzdem kannst du mir nicht in den Ausschnitt gucken. Sorry. Ich wollte gerade die zweite Henkers-Mahlzeit fertig machen. Und dann habe ich noch einen Artikel gelesen über John Wayne Gacy. Und ihr müsst euch vorstellen, das war 1978, als er die Giftspritze bekommen hat. Dadurch ist er gestorben. Und jetzt 40 Jahre später wurde durch einen Zahn und neue DNA-Techniken ein Opfer identifiziert. Digga, die Eltern sind wahrscheinlich auch schon gestorben. Das ist einfach so traurig. Und er hat einfach das ganz, ganz, ganz perfide und eklige. Der Typ hat einfach die Leichen in seinem Garten vergraben. Digga. Und ich habe die Henkers-Mahlzeiten fürs Gefängnis geholt. Irgendein verrückter Zuliefen bestellt. Irgendein ekelhafter wollte Hüttenkäse. Oh, Leute, ich gucke mir gerade ein Bild an von der Nummer 2, die wir heute essen werden, von so einer Henkers-Mahlzeit. Der sieht aus wie der Teufel. Ich schwöre, der sieht einfach aus wie der scheiß Teufel, Mann. Dieses Arschloch, Stephen Wayne Anderson. Warum heißt eigentlich jeder Serienkiller Wayne? Ist denn quasi alles egal? Diesen Menschen war offensichtlich alles egal, weil er halt 8 Menschen gebracht. Vor allem hier steht einfach, er hat eine 81-Jährige. Digga, eine 81-Jährige tötet. Du Penner. Was auch endgültig die Verurteilung zum Tode dann war, durch wieder die Giftspritze. Ich muss mal sagen, seine Henkers-Mahlzeit finde ich gar nicht so schlecht. Also klar, der Typ ist ein Arschloch. Ich weiß, er ist heute auch sehr ein bisschen lieb und so, aber ich finde die Todesstrafe eigentlich Quatsch in Anführungszeichen. Weil, sind wir mal ehrlich, sagen wir dieser Typ zum Beispiel, Stephen Wayne Anderson. Alter, der Typ hat 8 Leute umgebracht und was kriegt er den Tod? Das heißt, er kriegt einfach die Erlösung quasi jetzt schon. Aber stell dir jetzt mal vor, er müsste noch irgendwie gefühlt 200 Jahre im Knast sitzen. Sein ganzes Leben. Was ist das Wertvollste, was wir Menschen haben? Tomaten? Nein, Unge, keine Tomaten. Sondern ja die Zeit. Wenn du jemanden Zeit nimmst, vor allem im Knast, wo er dann seine Zeit, ja, was macht er denn im Knast? Er geht rum, guckt in die Luft. Das ist ja eine Giraffe. Wenn du das jemand nimmst, das ist, glaube ich, die schlimmste Strafe, die du kriegen kannst. Aber seine Henkers-Mahlzeit, Leute, ja, komm, ich will ehrlich sein, ja, auf die habe ich sogar Bock. Es gab bei ihm Sandwiches. Da stand jetzt leider nicht, ob er seine Sandwiches mit irgendwas gemacht hat. Also außer Käse. Oh, ich habe richtig geilen Käse gekauft. Oh Gott, riecht der lecker. Die beiden Sandwiches in den Ofen. Boah, die packe ich hier rein. Er war anscheinend unnormal geil auf Käse, weil jetzt gibt's nochmal Käse und zwar Hürtenkäse. Weißt du was? Wir gönnen 3 Scheiben. Wollt ihr ein Gemüse haben, das viele von euch schon lange nicht mehr gegessen haben? Ich bin gerade im Supermarkt, ne? Ich hole natürlich schöne Sachen für die nächste Henkers-Mahlzeit und da hat sich jemand wirklich Radieschen gewünscht. Dem Mann hat der Gemüseflash von Radieschen aber nicht gereicht, denn er wollte noch Mais haben. Zack. Ich habe die jetzt mal aus dem Ofen geholt, die Grilled Cheese Sandwiches. Und ich muss sagen, an sich, Leute, das ist ja die traurigste Mahlzeit überhaupt. Erstmal essen wir das, dann zeige ich euch, was er sich auch zum Nachtisch bestellt hat. Jeder von euch hat ja Lieblingsessen, was er auch richtig geil findet oder mit der Kindheit verbindet. Bei ihm war es offensichtlich. Ich wusste, das Ding ist trocken, Mann. Da stand halt leider nichts von Butter. Aber meine, das kannst du bei einem Käsetoast falsch machen. Mhm. Du hast jetzt hier Mais. Schön süß. Also Mais-Sandwich, ja, geht klar. Radieschen will jetzt nicht. Moment, Radieschen, Leute. Obwohl, ja, Radieschen hat schon seinen Eigengeschmack, aber ich denke mir so, ja, ich weiß, ich werde morgen sterben, ne? Und dann bestelle ich mir doch keine beschissenen Radieschen. Hallo, Alter, wirklich wahnsinnig traurig, sich Radieschen zu bestellen. Und ein bisschen Hürtenkäse. Wer macht Bock? Oh, eine Kombo. Ah, ist doch so einer. Ein bisschen Käse plus noch mehr Käse. Also hauptmahlzeitmäßig finde ich das okay. Ist mal so ein Frühstück to go, aber die Nachtisch haben wir ein bisschen reingekickt, ne? Und zwar wollte ein Chocolate-Chip-Eis hat er sich bestellt. Also Schokoladeneis mit schönen Schokostückchen. Und das ist halt so richtig amerikanisch. Dann wollte jemand Pfirsichkuchen, Leute. Ach du Heilige, wer frisst denn in Deutschland Pfirsichkuchen? Jetzt bei der Kuchenecke, Leute, aber Pfirsichkuchen. Ach du Heilige, das kann ja doch nicht ernst meinen. Und ich schwöre es euch, Leute, hat irgendjemand von euch mal im Supermarkt Pfirsichkuchen gesehen? Ich habe wirklich mehrere Supermärkte abgeklappert. Es gab keinen Pfirsichkuchen. Es gab nicht mal Pfirsiche. Guck dich mal hier den Clip an. Da gab es so viele Äpfel, damit hättest du wirklich Pferde züchten können. Aber es gab nicht einen einzigen Pfirsich. Nervig. Deswegen dachte ich mir, okay, ich brauche einen Ersatz. Weißt du, guck mal, der Typ sitzt da im Knast, hat 8 Menschen umgebracht. Gönne ich ihm jetzt wirklich den Pfirsichkuchen? Nein. Deswegen dachte ich mir, ich ärgere den so ein bisschen. Und deswegen habe ich einfach Marzipankuchen geholt. Weil es gibt so viele Menschen, die abscheuen Marzipan. Ich allerdings. Traurig. Oh, ja, ja. Und hier ist das Chocolate Chip Eis. Ich muss sagen, ja, bockt natürlich. In Amerika sind diese Chocolate Chip Stückchen, also so richtige. Ja, das bockt schon. Natürlich viel fetter. Haben wir ja auch ein leckeres Ding. Ich liebe Schokoladeneis. Fragt euch auch, warum es heutzutage weniger Serienkiller gibt als damals. Ich würde sagen, dafür gibt es so 2, 3 Gründe, die wirklich entscheidend sind. Zum Beispiel die Polizeiarbeit ist besser geworden. Damit meine ich, damals gab es ja nicht so DNA-Tests und das und das. Heutzutage kannst du ja durch Partikel und alles Mögliche, durch Reste bei den Fingernägeln rausfinden, okay, der und der war zu dem und dem Zeitpunkt da und da. Und dadurch findet man da zum Beispiel schneller. Dann das Wichtige ist, Handys. Ihr wisst doch selber nicht, auf TikTok, auf Social Media, auf YouTube. Ihr seht das einfach, Leute filmen da wirklich ab, wie jemand da was begeht und da was begeht. Das verbreitet sich. Dadurch hat die Polizei es auch vielleicht leichter und so kann man leichter Leute finden. Und unsere dritte Henkers-Mahlzeit um 18.52 Uhr ist krankerweise von einem Mörder, der aber nicht bekannt wurde durch seine Taten, sondern durch seine Henkers-Mahlzeit. Die ist jetzt schon etwas aufwendiger, deswegen, Moment, lass mich mal kurz die Schürze anziehen. Muss ein bisschen Lauch schneiden. Ah, noch das hier noch kurz anmachen.
seine Henkersmahlzeit ist wirklich, ich musste dafür zwar lange kochen, es war aufwendig, ich musste viel besorgen. Boah, alles für euch, ihr Schweine, ihr wisst ganz genau Bescheid. Und die dritte Henkersmahlzeit ist... Du denkst wahrscheinlich, ich verarsche dich jetzt, ne? Aber es ist wirklich keine Verarsche. Eine Olive. Ich meine ernsthaft, ne? Wie kann man so frech sein und sich wirklich nur eine Olive bestellen? Wer war das? Victor Figuere. Wird hoffentlich so ausgesprochen. Weil wirklich ein absolut stranger Typ, ey. Der wurde zum Tode verurteilt, weil er hat einfach in den 60er Jahren viele Ärzte angerufen. Hat gesagt, hey, Hilfe, meine Frau ist schwanger, kommen Sie bitte vorbei. Irgendein Arzt hat dann gesagt, okay, weißt du was, ich gehelfen, ist zu dem gerannt. Und der hat ihn einfach erschossen. Es ist halt so bescheuert. Er hat nicht irgendwie so ein geiles Meal bestellt. Und gesagt, ey, komm, hier noch geil fressen, da noch fressen. Nein, er bestellt sich wirklich eine Olive und muss leider sagen, auch wenn es ein unfassbar schlechter Mensch war, damit ist er wirklich in die Geschichte eingegangen. Ich glaube, so frech war noch niemand, dass er sich einfach wirklich eine Olive bestellt hat. Und jetzt muss ich leider sagen, wer macht das? Gott, ich finde, Oliven sind echt schrecklich. Ich wäre richtig sauer danach, ich wäre richtig wütend gestorben. So. Er wurde 1963 gehängt. Der erste, sage ich mal, in der Liste heute, der nicht irgendwie durch die Spritze gestorben ist. Ich finde, das ist auch ein echt schlimmer Tod. Aber die Olive, oh, die war auch schrecklich. Ich habe mir mal weitere Fälle mal angeguckt, die so ähnliche Scheiße gemacht haben. Also als Henkers mal so was Verrücktes bestellt haben. Es war ja nicht nur Victor, der es gemacht hat. Der ist nur einer der bekanntesten. Zum Beispiel der Fritz Hamann. Ich meine jetzt aber nicht Fritz Meinecke. Er wurde einfach als der Vampir von Hannover bezeichnet. Oh, 24 Leute umgebracht. Heilige Mutter Maria. Und seine Henkersmahlzeit, Leute, war wirklich eine Zigarre und eine Tasse Kaffee aus Brasilien. Die wurde wahrscheinlich extra hingeflogen. Hannover, Digga. Heutzutage, ne, der könnte das niemals durchziehen, dieser Arschloch. Weil der würde NRW-Verbot kriegen von Manuels. Ich mach Nordrhein-Westfalen zu. Kaffee ist extrem beliebt anscheinend bei Leuten, die hingerichtet werden. Weil zum Beispiel, wenn ich hier ein bisschen weiter hochscrolle, gibt es hier den nächsten Typen. Alan Wornos. Auch noch nie in meinem Leben gehört. Sind das Leute, die zum Beispiel, siehst du ja, 98 bis 90, 7 Männer getötet und wurde zur Giftspritze verurteilt. Und er hat sich auch zur Henkersmahlzeit, weißt du? Du sitzt da, wirklich in dieser Zelle, alles scheiße. Was bestellst du? Du denkst dir so, okay, ey, guck, was für Gedanken das eigentlich sind, ne? Was esse ich jetzt noch zum letzten Mal? Und dann denkst du dir so, ja, vielleicht mit Cheeseburger, vielleicht ein paar Fritten. Der Big Caesar Chicken Salat ohne Chicken, wäre das möglich? Der Typ hat sich wirklich eine Tasse Kaffee auch bestellt, aber diesem ohne Zigarre. Ich würde den so milchig bestellen, damit ich wirklich noch die letzten Reste rausschmecken kann. Den nächsten Fall, den ich für euch habe. Moment, mein Gang sah echt aus wie Jonathan Franks. Moment, Moment. Ist diese Geschichte wirklich wahr? Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Hab probiert, natürlich viel zu für euch recherchieren. Also natürlich auch bekannte Fälle, vielleicht auch weniger bekannte Fälle. Um auch meine Ernährung heute auch sehr abwechslungsreich zu gestalten. Ich habe sogar auf meiner Recherche Leute gefunden wie Saddam Hussein, der sich irgendwie Reis mit Hähnchen bestellt hat zur Henkersmahlzeit. Aber sein Getränk hat mich extrem geschockt. Der hat sich Honig mit heißem Wasser bestellt. Wahnsinn. Den Fall, den ich jetzt für euch habe, ist aber auch sehr interessant. Weil durch diesen Mann, Angel Nieves Diaz, kam es zu einer großen Diskussion in Amerika, ob die Todesstrafe abgesetzt werden sollte. Weil er hat einen der schmerzhaftesten Tode überhaupt gehabt. Wie kam er auf den Knast? Also er hat einen Stripclub ausgeraubt in Puerto Rico und da ist ja halt jemand gestorben dabei. Er wurde nach Amerika dann überführt und die haben ihn dann die Giftspritze verpasst. Aber die Giftspritze kam nicht in die richtige Vene, sondern anscheinend in eine Vene daneben. Und ich selber habe auch schon oft Stiche hier reinbekommen, weil ich oft auch Blut abgenommen worden ist bei mir. Und ich schwöre es euch, dass mir auch schon einsam passiert, dass daneben gestochen worden ist. Das ist echt ein ekliger Schmerz. Aber das ist ja nur ein Schmerz bei mir gewesen, der ja nichts ausgelöst hat. Bei dem wurde ja Gift reingetan, damit er ja wirklich stirbt. Und anstatt einen Tod dann in 2-3 Minuten zu haben, hat er 24 Minuten lang extreme Qualen erlitten. Dadurch kam halt die ganze Diskussion, ob die Todesstrafe so sein sollte oder nicht. Weil die Amis sagen halt, wenn sie das schon machen, dann soll es human sein. Und da ist super viel schief gegangen. Allerdings, seine Henkersmahlzeit ist absolut ausgeblieben, weil er hat alles abgelehnt. Also die fragen dich ja, möchtest du eine Henkersmahlzeit haben? Und wenn du sagst, nö, dann sagen die, ja, okay, ne, dann nicht. Aber du kriegst mindestens das normale Gefängnisessen, also das Standardding kriegst du so gesagt. Aber selbst das hat er komplett abgelehnt und gesagt, nein, er möchte gar nichts. Also ist er wirklich mit hungrigem Magen gestorben. Deswegen dachte ich mir, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, meine Henkersmahlzeit euch zu zeigen. Ich habe mir über diese Frage wirklich extreme Gedanken gemacht. Und ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, warum ich in einer Badewanne sitze. Weil das der ideale Ort ist, um zu bestimmen, was meine letzte Henkersmahlzeit wäre. Das ist wirklich eine Frage, wenn du mal richtig deep in deinen Kopf gehst und dir wirklich mal denkst, Digga, wir leben ja in so einer privilegierten Welt, dass wir theoretisch gesehen immer, hier essen, oh geil, da essen. Aber das letzte Mal, Digga, das letzte Mal richtig fressen. Und da habe ich wirklich lange überlegt, ne? Bestimmt schätzt er mich so ein und sagt, ja, der Fettsack würde hier in auf Fastfood und dann sagen, bababam. Aber nein, Mann, es muss wirklich was sein, was mit Liebe gemacht ist. Eine Sache, die mich verzaubert, aber die ich vielleicht auch schon länger nicht mehr gegessen habe. Aber wenn ich sie esse, sie mein Herz erwärmen würde. Und wisst ihr, was es ist? Tomaten? Nein, keine Tomaten, immer noch nicht. Das hier, Leute, das wäre meine letzte Mahlzeit. Könnt ihr erkennen, was diese Komponenten einzeln miteinander sind? Ihr seht, ein bisschen Käse, Ei, was ist das? Nudeln? Moment, ich vermische es einmal. Ihr müsst Nudeln nehmen, ne? Meine Mutter hat sie sogar noch richtig schön angebraten mit ein bisschen Fett. Das macht alles noch fettiger. Dann, nach den Nudeln, brauchst du diese Soße
Soße hier über die Nudeln, damit es richtig schön eingesaugt wird von den Nudeln. Das musst du alles miteinander richtig geil vermischen. Ich habe dann Eier drauf gemacht, schön auch geschreddert. Okay, Lauchzwiebel nicht unbedingt, aber weißt du was? Guck, meine Mutter hat es gemacht, deshalb mache ich das. Und oben drüber, eigentlich habe ich das nicht so gerne gemacht als Kind, aber jetzt, wo ich fett bin, noch lecker Käse oben drüber. Das, Leute, ist Gulasch. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sagen werdet, ob ihr denkt, hä, was das Ding ist? Gulasch, Leute, ist so ein Ding. Ich weiß, das hört sich so über random an, das als wirklich Henkersmahlzeit, als letzte Mahlzeit zu nehmen. Aber erstens, ich habe super lange nicht mehr gegessen. Und jetzt kommt das Zweite. Damals, als haben wir noch in einer anderen Wohnung gelebt als hier. Also sprich, meine vier Schwestern, meine Mutter, mein Vater und ich. Und wir haben wirklich super oft Gulasch gegessen. Also richtig, richtig oft. Die Soße, die ihr gerade gesehen habt, ist ja Gulasch quasi. Dazu gab es dann immer Spaghetti, ein bisschen Ei dazu. Meine Schwestern, die waren auch schon richtig dick damals, die haben sich dann richtig geil Käse gegönnt. Und mit diesem Ei in der Mische, ich schwöre es euch, Leute, es schmeckt so gut, aber wir haben es ewig nicht mehr gemacht. Und ich habe meiner Mutter schon gedankt, aber ich sage es auch gerne nochmal im Video. Danke, Mama, dass sie wirklich die Zeit dafür genommen hat, die nochmal zu machen. Ich weiß nicht, warum ich hier einen Löffel habe, Digga. Das, Leute, boah, ich warte kurz, ich muss mal einnehmen, Moment. Boah, eigentlich ist es quasi 1:1 wie damals. Wenn ich schwöre dir, wenn ich wüsste, morgen der Todestrakt. Ich würde, glaube ich, genau das nehmen. Die Frage wahrscheinlich, was ich mir neben dem hier zu trinken können würde. Einige glauben bestimmt jetzt Tee. Nein, 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 Digga. Ey, wenn ich schon morgen abkratzen würde, dann würde ich mir keinen Tee gönnen. Sondern einen wunderbaren, frischen Kakao. Für den bin ich gerade extra noch in den Supermarkt gelaufen. Was esse, mag ich eigentlich eher warme Getränke dazu. Aber so ein eiskalter, leckerer Kakao. Ihr wisst, es ist immer alles aus der Kindheit. Wow, diese schokoladig, lecker, zuckrige, ne? Während ich aber hier gerade meinen Kakao wirklich in absoluten vollen Zügen genieße, habe ich eine Frage an euch. Wisst ihr eigentlich, wer der bekannteste Serienmörder der Welt ist? Ich muss auch sagen, ich musste erstmal drüber nachdenken, als ich selber die Frage gestellt habe, aber dann kam es so langsam und dann durch Google habe ich das wieder rausgefunden. Allerdings erzähle ich euch das nicht, sondern der Evanjo im Auto. Ich glaube, der bekannteste Serienmörder der Welt ist Jack the Ripper. Kennt ihr ihn? Habt ihr schon mal von ihm gehört? Das ist halt wirklich dieses absolute Mysterium, weil man bis heute nicht weiß, wer dieser Mann war. Man weiß es einfach nicht. Sogar der Name ist ja nur von den Zeitungen damals erfunden worden. Ende der 1800er, also so 1890 ungefähr, hat er, ich weiß nicht, aus 500 oder mehrere Prostituierte auf jeden Fall ermordet. Aber man konnte die Fälle einfach nie aufklären. Man wusste nie, wer der Typ ist, man wusste nicht, wie alt er ist, man wusste nicht, weshalb und wieso. Es gab immer so Hinweise, aber bis heute ist es nie aufgeklärt. Jack the Ripper wird auch in extrem vielen Filmen thematisiert, teilweise in Animes und so. Vielleicht kennt ihr Ragnarök, ist ein übelst geiler Anime, aber wird auch thematisiert. Aber das finde ich auch gleichzeitig ein bisschen schade, ne? Stell dir vor, du bist ein Mensch, du machst gute Sachen. Keine Ahnung, du machst Tierschutz, du rettest Menschen, du bist Feuerwehrmann, du bist Krankenschwester, weißt du, so extrem wichtige Menschen. Aber sind wir mal ehrlich, wie viele Krankenschwestern landen bitte in der Zeitung? Nicht wirklich viele, oder? Weil es verkauft sich leider nicht so gut. Das, was ja am besten verkauft, ist halt wirklich, ja, der hat einen Mockelauf gemacht und der hat jemanden gebracht. Aber irgendwie das schon schade, weil wir sollten lieber eigentlich das Gute wertschätzen, anstatt das Schlechte. Ich habe in diesem Video wirklich mehr gelernt als in 13 Jahren Bruchrechnung in Mathe in der Schule. Ihr seid irgendwie Mist. Unser Frühstück wird die Henkersmahlzeit von einem der bekanntesten Serienmörder der Welt. Der, ja, sogar Frauen haben dir sogar Liebesbriefe dem Typen geschrieben. Das ist unser Frühstück. Ich rank aber ganz kurz unser Essen ein, so eine kleine Tierliste, weil wir haben ja schon einiges gegessen. Ich sage euch, das Gulasch von meine Henkersmahlzeit, das Gulasch muss, das ist ein Essding, das ist ein Essding, das muss man als Henkersmahlzeit eigentlich essen, ne? Eine Tasse Kaffee, boah, ganz ehrlich, das ist schon, eigentlich ist das ein D, komm, was gönnst du dir für einen Quatsch und Zigarre, ja, genauso kommen absolut auf die Idee, Alter. Nicht zu essen geht auch gar nicht. Ich meine, was ist denn das? Klar, okay, wenn du Angst, okay, also auf C, wisst du warum? Aus Angst. Aus Angst, dass man sagt, ey, okay, komm, ich krieg nichts runter, ich krieg keinen, so verständlich. Deswegen gehen wir auf der Hoffnung auf die C. Eine Olive ist so respektlos. Es kommt auf ein B, weil das Wahn so frech einfach nur ist. Das Essen von Steve Wayne Anderson mit Rühreisen, Käsetoast, das war in Ordnung, so kann man machen. Ich glaube, echt, geht eine C. Sogar eine Olive wäre cooler, sage ich dir ehrlich, das ist gar nichts. Aber das muss ich wirklich lassen. Dieses KFC, frittierte Garnelen, komm, das ist ein A-Ding. Es ist 22:42 Uhr und das Video morgen bis 13 Uhr geht und wir noch eine Mahlzeit vor uns haben, muss jetzt ein bisschen die Zeit vergehen. Moment, kannst du kurz die Augen zumachen? Ganz kurz noch. Kurz vorm Schlafen gehen, muss ich mir auch kurz bei euch melden. Also ich habe ja heute irgendwie gar nichts getrunken, ne? Außer den Kakao und ein bisschen Kaffee. Und ich weiß nicht, was an meinem Trinken liegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir extrem viel Unterschiedliches und Weirdes im Bauch haben. Ich meine diese Olive vor allem. Aber ich fühle mich irgendwie so richtig schwach irgendwie. So richtig, irgendwie habe ich auch so ein Drücken in der Brust. Weiß nicht, wenn es wirklich Geister gibt, rächen sich vielleicht gerade die Serienmörder, da ich sie alle als Arschlöcher bezeichnet habe. Jetzt schicke ich euch wirklich zum Morgen, wenn ich dann hoffentlich noch lebe. Und damit, guten Morgen, Herr Schwein. Ich bin schon im Fahrstuhl, weil ich muss ganz schnell was besorgen fürs Essen jetzt, beziehungsweise fürs Frühstück. Wir brauchen genau das hier. Warum habe ich mir jetzt ein Steak geholt? Leute, es ist kurz vor 12 und ich schwöre es euch, wenn ich mir, hätte ich mir jetzt ein Steak bestellt, geholt, wie auch immer, dann hätte mich das hier erwartet. Heiliger Hammer, hey, was ist das? Die Challenge geht ja bis 13 Uhr und das passt gerade zeitlich alles perfekt. Ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt besser als gestern. Ich glaube, mir ging es so schlecht, aus wegen einer Sache. Das habe ich euch das ganze Video nicht erzählt. Wisst ihr eigentlich, wie eng dieser Tracksuit ist? Alter, im Knast sein Bock gar nicht. Meine Eier
Dinger werden die zusammengequetscht und ich glaube, das schnürt richtig mein Blut ab und deswegen ging es mir wahrscheinlich schlechter. Weil ernährungstechnisch, ja klar war das ein bisschen fettig und so, aber es ging ja noch im Vergleich zu meinen anderen Videos. Kommen wir wohl zum bekanntesten Serienmörder in unserer Liste heute und zwar Ted Bundy. Hat der Name dir irgendwas schon mal gesagt? Ted Bundy ist einer der bekanntesten Serienmörder, die auf unserer Welt jemals existiert haben. Wenn du so die so Listen auf Google anguckst, wird er immer extrem weit oben gelistet. Laut ihm hat er vor Gericht gesagt, er hat über 200 junge Frauen ermordet. Das Kranke bei ihm war aber einfach, was ihn auch so besonders gemacht hat, vom Typen her, vom Aussehen her, war er ein Normalo. Und das Kranke war einfach, er war super, super schlau, charmant, aber gleichzeitig auch super manipulativ. Das lag einfach daran, dass er Psychologie studiert hat. Also der hat wirklich komplett genau das studiert, was ihm eigentlich wahrscheinlich geholfen hätte. Weil das Kranke war in seiner Kindheit, hatte er keinen richtigen Vater und er ist bei seinen Großeltern aufgewachsen. Und sein Großvater war anscheinend ein absoluter Frauenschläger und Tierquäler. Und Ted Bundy hat als Kind schon angefangen, Tiere zu quälen, bis er dann rüberging, Menschen zu quälen. Kranke war ja seine Taktik, sage ich mal, war erst mit einem VW-Käfer immer vor Universitäten gefahren. Hat dann irgendwie gesagt, ja, ich bin Professor, ich brauche Hilfe beim Bücherschleppen so mäßig. Und dann hat natürlich irgendwelche junge Frauen gesagt, ja klar, komm, ich helfe dir. Wenn sie geholfen haben, hat er sie überwältigt, misshandelt, natürlich umgebracht. Das ist ein ganz kranker Scheiß, den der Typ gemacht hat. Als er vor Gericht war zum allerersten Mal, hat er gesagt, er vertritt sich selber. Also er ist selber der Anwalt. Und das hat er aber nur genutzt, um zu fliehen. Wenn du dich selber vertrittst, also damals zumindest, weil er waren die Sicherheitsvorkehrungen damals nicht so krass, hat er Zugang zu einer Bibliothek bekommen, wo er natürlich sich weiter erkundigen kann, okay, was kann ich machen vor Gericht, dies und das. Hat er diesen Moment genutzt und ist aus der Bibliothek geflohen. Wurde natürlich zwar gesucht, aber hat wieder Leute umgebracht. Also das ist wirklich geisteskrank. Am Ende des Tages wurde ihm zum Verhängnis, dass eine Frau, die er probiert hat zu vergewaltigen, entkommen ist und bei einer Gegenüberstellung ihn erkannt hat und deswegen wurde er auch verurteilt. Aber seine Henkersmahlzeit, um die es heute gehen wird, die war, finde ich, sehr komisch. Dafür, dass er so ein Mann war, der sich selber als sehr schlau angesehen hat oder auch sehr manipulativ, weil er war auch ein Mensch, der sehr stolz, also laut Aussagen, sehr, sehr stolz auf seine Taten war. Also er hat damit geprahlt gefühlt, gesagt, ey, geil und so möglich. Das ist wirklich, also, hat er einfach die Standard-Henkersmahlzeit genommen und die ist wirklich extrem groß. Wenn ihr hier auch mal rüber guckt, ich meine, das ist schon ordentlich was, ne? Wow. Oh, Junge, ist das ein Stück, ey. Wow. Kommt nur vor, die Pfanne ist nicht dafür gemacht, Mama. Was? Wie ist mir das runtergefallen? Oh, Dicker. Mann, ist das eine Riesenschale. Da haben wir es, Leute. Die Henkersmahlzeit von Ted Bundy. Du hast Orangensaft, du hast Milch, du hast zwei Toast. Also in Amerika nennt man Hush Brown, aber sie ist einfach nur Kartoffelpuffer, zwei Stück. Dann ein Steak. Ich habe jetzt ein Chicken Steak genommen und zwei Spiegeleier, die vielleicht ein bisschen unschön aussehen. Also Ted Bundy wurde damals mit dem elektrischen Stuhl. Richtig, guck mal, ich setze mich hin, Digga. Meine Lunge wird zugeschnürt von diesem Ding. Ich meine, es gab ja so viel Auswahl. Du hättest ja so viel da machen können und hier machen können. Ich habe auch nachgelesen, er wollte halt nicht. Also er hat so weit es geht hinausgezögert, dass er hingelegt wird, bis er irgendwann den elektrischen Stuhl bekommen hat. Wofür liebt man? Also ich meine, wer liebt Kartoffelpuffer bitte nicht? Boah, so echt gut geworden. In Amerika sind diese Kartoffelpuffer nochmal teilweise irgendwie frittiert und so. Also ihr kennt ja Amerika, ne? Die hauen da so viel Fett rein, Digga. Boah, klasse. Dann haben wir hier einmal mit Butter, einmal mit Marmelade. Geiles Toast. Ich finde auch manchmal, ne, so ein labbriges Toast irgendwie richtig geil. Es muss nicht immer getoastet sein. Ach, weißt du was, komm. Zum Runterspülen kann ich jetzt entscheiden zwischen Milch oder Orangensaft oder beidem. Ich muss aber sagen, ich habe extra so einen Orangensaft genommen mit 100% Fruchtgehalt, weil in Amerika, boah Leute, also was die da benutzt an Orangensaft, ne, so viel Zucker, das ist ganz, ganz geisteskrank. Aber liebe Butter, hätten Toast mit Butter. Dann habe ich mir ein Hühnchensteak genommen, einfach aus dem Grund, dass ich wusste, wenn ich jetzt so ein normales Steak um die Uhrzeit bestelle, das wird nicht geil kommen. Okay. Vielleicht noch ein ganz kleines Stück bisschen mehr drin gewesen, aber schmeckt schon saftig, macht auf jeden Fall Bock, aber ich probiere auch zu merken, okay, ist das jetzt richtig geil, ist das jetzt das, was ich in der letzten Mahlzeit haben wollen würde. Ich sag mal so, es macht schon Spaß, so Kartoffelpuffer, ein bisschen hier Toast und so, aber das als letzte Mahlzeit finde ich irgendwie, obwohl ich habe Gulasch genommen, ne? Also ich glaube, da hättest du auch besseres haben können, weil wir haben jetzt hier noch das Spiegelei, mit teilweise wie ein Rührei, ja, ist auch nicht schlecht, ne? War eine irgendwie unbefriedigende Mahlzeit, war lecker, aber ich meine, ich stelle mir wirklich vor, das ist meine letzte Mahlzeit, Gott, das hätte mich, glaube ich, nicht glücklich gemacht zum Ende hin. Da fand ich das KFC-Ding mit den Erdbeeren wirklich besser von John Wayne Gracie. Das sind alles furchtbare Menschen, wirklich andere Menschen einfach nur extrem viel Leid zugefügt haben, aus ihren eigenen perfiden Gründen. Ich muss aber sagen, trotzdem war es mal interessant zu sehen, weil es ja wirklich eine geisteskranke Sache ist, deine letzte Mahlzeit auszusuchen, weil das macht man ja in der Regel nicht. Aber durch das Video musste ich das jetzt machen und eventuell du ja auch. Es ist jetzt 13.16 Uhr, ich werde ja nichts mehr essen. Die Challenge ist erfolgreich geschafft. Lass du was über gerne. Ein Like da, wir sehen uns nächsten Montag um 20 Uhr wieder. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!